Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Mich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Vamos. Und willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Atealo! Nachdem wir die Leiter runter sind, ist anscheinend direkt diese Sequenz bekommen, die ihr gerade gesehen habt. Und jetzt sind wir hier in einem Gefängnis, im Faustkampf. Müssen wir uns erstmal wehren. Oh Gott. Aus dem Griff befreien. Sehr gut. Ah. Was uns bloß in diese Situation gebracht hat. Oh Mann. Ahora sí, pendejo. Derrota a ese gringo, amigo. Derríbalo. Te voy a matar, de mierda. Jetzt müssen wir zurückschlagen. Boah, jetzt geht's aber nicht gut. Jetzt immer drauf. Ja. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich werde matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias.
steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, calmate. Und da sind wir auch in Kapitel 2. Wie auch immer wir in dieses Gefängnis gekommen sind. Folgen wir ihm erstmal. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Wo er uns wohl hinführen will. Hey, schöner Tag, nicht? Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Ah, okay. Gustavo. Scheint, als wären wir in Panama, wie er gerade sagte. Hey, Vargas! Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Huéfense! Quietense, cabrones! Hey, hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Mal schauen. Geh. Okay. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Bist du früh genug raus. Jetzt sind wir in einer anderen Zelle, oder wo sind wir? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Hoffentlich geschieht uns nicht das Gleiche wie dem armen Kerl. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Para. Nein, nein. Nicht alle. Oh, okay. Okay, das heißt durch diese Tür. Das sieht hier alles nicht sonderlich gut aus. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dann gehorchen wir ihm mal. Dadurch. Hier durch? Und wir scheinen draußen zu sein. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen.
Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Okay, ob wir jetzt diesen Schatz finden oder ob er überhaupt da ist, sehen wir in der nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Bis demnächst. Ciao.